Jetzt wollte ich was sagen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, ach ja, genau. Fuck, ich jetzt einfach Fahrt Teil 40. Hui! Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, jetzt mache ich Automobil an. Scheibenwischer geht auch an, jawohl, das wundert mich jetzt, brauche ich eigentlich nicht. Aber es hat heute früh richtig geregnet. Es ist auch. Jetzt muss ich bloß wieder warten, bis der Tonaussetzer weg ist. So. Es hat auch sehr geregnet heute. Und es war richtig, richtig herbstlich kalt, 10 Grad, nass, Laub auf der Straße. Jetzt geht's los. Geht's los, leider. Aber. Man kann nichts machen. Jetzt wollte ich was sagen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, ach ja, genau. Fuck, ich jetzt einfach Fahrt Teil 40. Hui! Ja, fuck, ich jetzt Heimfahrt Teil 40. Oh, und so gehen die Zahlen ins Land. Es geht heute um, das habt ihr ja schon gelesen in der Überschrift, es geht um das einzig wahre und wichtige bei der E-Mobilität, das ist die Ladeinfrastruktur. Das haben wir zwar schon tausendmal schon besprochen und es wird das mit dem tausendersten Mal wird es wahrscheinlich auch nicht besser, weil sich eigentlich noch nicht viel getan hat, so wie es ausschaut. Ich bin drauf gekommen, ich war in Horbjahr am Wochenende und ich bin dann am Sonntag heimgefahren. Sonntagvormittag, ich wollte zwar länger bleiben, aber meiner Frau ging es nicht so gut. Und dann sind wir heimgefahren. So. Losgefahren bin ich mit knappen 200 Kilometer Restreichweite. Das heißt, rein theoretisch hätte ich es bis Satteldorf geschafft, das so um die 150 Kilometer weg ist. Aber durch das, dass es geregnet hat und Heizung und so weiter, haben wir gedacht, ach, dann fahre ich vorher raus. Und dann ist egal, wann ich rausfahre. So, und dann bin ich nach Horb, bin ich dann gleich zum ersten Triple Charger gefahren. Und da war es dann so, dass der nicht gegangen ist. Ja, es waren zwei Ladesäulen, einmal ein Triple Charger und einmal so ein Zweifach-Charger. Und dann bin ich hingefahren, das Display ganz normal an, aber eingesteckt, er hat auch zum Laden angefangen, wunderbar. Und zwar genau 2 Sekunden und dann hat er abgebrochen. Nochmal probiert, das gleiche wieder, nochmal probiert und dann ist plötzlich dort gestanden, diese Ladesäule ist defekt, ist vorübergehend nicht im Einsatz oder funktionstüchtig. Meldung wurde abgegeben und das war's. Da ist nur drauf schon, bitte warten Sie. Oder versuchen Sie es später nochmal, sondern gar nichts. Gleichzeitig mit mir ist auf die andere Säule eine Renault Zoe gefahren und die hat genau das gleiche Problem gehabt. NBW war da der Betreiber, der hat aber mit Typ 2 geladen und der war auch eingesteckt, angefangen, piep, piep, aus, fertig, also ist auch nicht gekommen. Da habe ich angerufen, da war dann ein netter Herr da, weil das war Sonntagvormittag, da hast du auch was Besseres zu tun, wie auf so einer Hotline zu warten, dass wer dich anruft. Und der war ganz nett, aber ein bisschen überfordert. Ja, also, ja, um was geht's? Ja, die ID-Nummer, ja, bla bla bla, ja, ich sehe, aber ich kann die Säule gar nicht erreichen. Also der hat die nicht, scheinbar nicht anpingen können. Ich kann Ihnen jetzt auch gar nicht sagen, was da ist, denn Moment, ich aktualisiere mal. Oh, jetzt geht's, jetzt kann ich es anpingen. Ja, jetzt tue ich es neu starten. Hat es neu gestartet. Jetzt müsste es gehen. Ich stecke rein, gleiche Fehlerbild wieder. Und dann ist das Fehlerbild dann immer weggegangen. Das ist immer dann gleich geblieben. Immer dieser Text. Ja, nee, das muss gehen, weil bei mir steht es da, dass das Ding funktioniert. Sag ich, nein, tut es aber nicht, weil der die Fehlertext immer nur da ist und sich nichts bessert. Ja, dann starte ich es nochmal. Hat es nochmal gestartet und nach dem Start hat er gleich wieder den Fehlertext gebracht.
und ging natürlich nicht. So, das ist jetzt doof, ja, da müssen sie leider weiterfahren, weil da kann ich jetzt auch nichts machen. Gut, ich habe noch über 150 Kilometer Restreichweite gehabt, war egal. Ja, 20 Minuten von der Fahrt habe ich im Endeffekt schon verblödelt bei einer Ladesäule, die nicht gegangen ist. Da haben wir gedacht, jetzt wenn es wenigstens 20 Minuten geladen hätte, ja, wäre ich locker bis Satteldorf gekommen und hätte ich überhaupt nicht mehr schauen brauchen. So, dann habe ich dir die andere ID-Nummer von der Nachbarsäule noch angegeben, weil die ja auch nicht gegangen ist. Ich habe gesagt, warte, ich habe ihn sowieso dran, ich gebe das gleich durch. Ja, da hat er dann gesagt, ja, oh, die ist erreichbar, die sehe ich im Moment, die starte ich neu. Und dann ist am Anfang zwar auch nicht gegangen, aber irgendwann mal macht es tütüt und dann ist das Ding, hat das Ding funktioniert. Wir sind weitergefahren zur nächsten. Die nächste war out of order. Also, die ging nicht. Dann sind wir weitergefahren zur von uns aus gesehen übernächsten. Weil die nächste, da war der André dann schon dort. Und da war ja bloß eine Ladestation. Ich habe gewusst, dass der André ja vor mir dann schon auf dieser Ladestation ist. Und da haben wir gedacht, da fahre ich gar nicht raus, dann fahre ich die übernächste raus. So, bei der übernächsten bin ich rausgefahren. Die ist gegangen. Da habe ich dann 20 Minuten oder so habe ich dann gestrankt und habe dann so beim Stranken gesehen, neben mir waren diese Ionogy, heißen die ja, glaube ich, die großen blau-weißen da, diese Hyperschnellen. Es waren vier Stück und alle vier waren mit vier Verbrennern zugepackt. Komplett. Es war auch leider keiner da, der dafür dann, der dann einsteigen wollte, weil dann hätte ich schon gesagt, sie sollten eigentlich nicht parken, aber war nicht, in den 20 Minuten waren die halt einfach besetzt. Dann bin ich weitergefahren nach Satteldorf, weil da wollte man dann nochmal raus und da wollte ich mir Cola holen. Und da war es so, da hast du einen Triple Charger gehabt, dann hast du der will da reinholen. Einen Triple Charger gehabt, dann in der Mitte war ein Allegro, eine Allegro-Säule, ein Riesenteil, so mit normaler Geschwindigkeit und Hypergeschwindigkeit. Und daneben war dann nochmal so ein Triple Charger. Dann fahren wir hin. Zu dem linken wollte ich erst hin, weil da habe ich gewusst, dass der funktioniert, weil der den bei der Hinfahrt schon gehabt hat. Steht der Verbrenner da. Scheiße, ja gut. Dann bin ich zum rechten gefahren. Beim rechten war es so, der ist gesperrt. Also der ist zwar gegangen, aber nur Typ 2. Hab dann im Internet geschaut, scheinbar so gewollt, weil Schademo war noch dran und CCS war noch dran und die waren aber arretiert. Das heißt, auch wenn du das freigeschalten hast, er hat nur den Typ 2 freigeschalten und den hast du auch lösen können und die anderen hast du einfach nicht lösen können. Kann mir zwar jetzt anderen so richtig nicht erklären, der André hat dann gesagt, weil ich den dann getroffen habe, hat er gesagt, ja, ich glaube, die haben das gemacht, weil dieser Allegro so viel Strom braucht, dass den anderen im Endeffekt abgeschalten haben. Das ist saugeil, weil du hast ja nur einen einzigen Schademo-Stecker auf diesen drei Ladesäulen und genau den, wo der Schademo-Stecker dran ist, den haben sie abgeschalten. Ich meine, wir sind ja mit dem Kona gefahren und der hat CCS, okay, aber mit dem Soul, wenn ich gefahren wäre, hätte weiterfahren müssen oder mit Typ 2 laden. Und das geht halt nicht, weil der Stecker ja fest dran ist und ich ja Typ 1 Buchse habe. Das heißt, Schademo kann da gar nicht mehr laden in Satteldorf. Danke, danke, recht herzlichen Dank. Sehr gut gemacht, setzen 6. Ja, und damit meine ich die Note und nicht die Aktion. So, dann war ich schon sauer, so richtig sauer langsam, weil man dachte, das kann doch nicht sein. Da ist ein Verbrenner davor, da können jetzt die nichts dafür. Die schalten es ab, weil sie es halt nicht mehr brauchen oder weil es nicht geht. Hauptsache das Allegro-Teil wird bespeist. Ja? Und in dem Augenblick kommt der Verbrennerfahrer mit einem Säugling am Arm. So ein ganz kleines Wutzettel. Und den kann ich jetzt nicht anbrüllen wie so ein Berserker. Dann habe ich gesagt, Mensch, sie stehen auf einem Elektroparkplatz. Und ich muss laden. Und der geht nicht. Und bei dem Allegro war ich mir jetzt nicht sicher,
kann das überhaupt meine einfach Stromtankenkarte? Im Nachhinein habe ich gemerkt, ja, das kann sie, wenn die Ladesäule gegangen war. Die ist nämlich nicht gegangen. Das haben wir dann rausgefunden. So, dann hat er gesagt, oh ja, Entschuldigung, ja, ich weiß, ich habe mich jetzt nochmal schnell hingestellt, weil wir hier im Kleinen und so, ja, das ist alles schön gut, aber ich bin schon mehrere hundert Kilometer unterwegs und das ist nicht die erste, die einfach zugepackt ist. Und da wird man halt schon langsam ein bisschen sulzig. Ja, ich weiß, dass ich da stehe, ich fahre gleich weg. Und dann ist er gleich weggefahren und hat sich dann, es gibt ja diese Tesla Supercharger, hat sich dann einfach zum Tesla Supercharger hingestellt. Und ich wollte da nur hingehen, aber ich gesagt, jetzt wollte ich sie nur mal ansprechen, aber dann hat es so dermaßen geregnet, dass ich mir gedacht habe, nein, das machen wir jetzt wirklich nicht an. Die anderen waren alle frei, ja, aber naja. So, dann habe ich laden können und dann ist noch einer mit einem, was war das, mit einem Golf, mit einem E-Golf gekommen. Und der hat halt gesehen, ja, meiner ist besetzt, das andere ist ein Lego, der hat er gar nicht probiert. Und dann ist er zu dem anderen hingefahren, da wo nur der Typ 2 Stecker freigeschalten ist. Und der hat dann probiert und gesagt, das tut mir leid, da geht bloß Typ 2. Die anderen sind abgeschalten. Und in dem Augenblick kommt der André mit seinem i3, weil er mal uns vorher geschrieben hat, wo ich bin. Ja. Dann ist er noch hergefahren, dann ist er rückwärts hingefahren an diesen Allegro und dann hat er den Allegro eingesteckt. Geht nicht. Draufdrückt auf dem Display, geht nicht. So eine Notaustaste ist dort gedrückt, ja, dann hat er umgeschalten, gedrückt, geht nicht. Dann hat er angerufen. Interessant, an der Allegro steht überhaupt keine Telefonnummer drauf, du weißt gar nicht, wen du anrufen sollst. Da hat er halt einfach eine Telefonnummer angerufen von den anderen Chargern. Und da hat er dann einen dran gehabt und ich habe dann wirklich versucht, das ganghaft zu machen im strömenden Regen. Saugeil. Was er dann gesagt hat, er sieht nur, glaube ich, den linken Stecker, den normalen Stecker und diesen Hyperspeed-Stecker sieht er irgendwie gar nicht online oder was, umgekehrt, irgend sowas. Auf jeden Fall haben sie es dann irgendwann mal zum Laufen gebracht. Da bin ich aber schon wieder weitergefahren. Das heißt, der hat da locker 20 Minuten wieder verbsemmelt, wo er eigentlich nicht laden hat können. Interessant ist, seine Frau war ja mit dabei und die hat gesagt, ich muss ja den manchmal, also er hat schon langsam ein Gesicht aufgeregt, gell? Das ist so wie ich auch. Und dann hat sie gesagt, ich muss den echt bewundern, den André, weil der hat da eine enges Geduld. Ich hätte die nicht. Ich, wenn mit einem E-Auto irgendwo hinfahren und nicht laden kann, dann lasse ich das Auto stehen und fahre mit dem Taxi von mir aus heim. Sollen sie ihren Scheiß doch behalten. So ungefähr hat sie es gesagt. Und ich habe ihr absolut recht gegeben. Denn, und jetzt kommen wir zum Thema. Hat sowieso schon lang genug gedauert, 12 Minuten. Ja, was passiert denn, wenn das nicht funktioniert? Ja, die Leute werden E-Autos schon ein bisschen skeptisch, also betrachten sie es sowieso schon skeptisch. Jetzt, wenn es aber auch nicht funktioniert, wird diese Skepsis noch viel deutlicher. Und viele sagen, also wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich es nicht. Damit haben sie recht. Ja. Ich sage dann immer, ja, normalerweise funktioniert schon, aber ich habe jetzt auch schon einige Situationen gehabt und das war dann so auch wieder eben diese Hypersituation, wo ich dann jeden recht gibt, der sagt, du, ich kaufe mir kein E, weil das ist mir zu blöd. Dazu kommt noch der Kartenschwall an verschiedenen Karten und bei dem geht nur der und der und dann kommt noch der Schwall an verschiedenen Preisklassen, die Karte, die macht dann für 39 oder 35 Cent und die für 79 an der gleichen Säule. Das ist ein Wulst ohne Ende. Aber das lasse ich mir ja alles nur eigen. Da kann man sich ja damit beschäftigen, was besser wäre, wenn man sich nicht beschäftigen müsste damit. Sondern du fährst hin, da steht dann dort der Preis pro Kilowattstunde aus. Aber ich glaube, das würde sogar noch akzeptabel sein, wenn die Leute sagen, du, dann kaufe ich mir kein E-Auto, weil es nicht funktioniert. Der deutsche Automobilhersteller oder die deutschen Automobilhersteller, die sagen dann natürlich, du, das Auto will ja keiner. Also brauche ich es nicht herstellen, ja, brauche ich gar nicht verkaufen. Passt. Das große Problem ist aber, dass sehr viele Leute sich trotzdem ein E-Auto kaufen. Und wie ich das in Horb gesehen habe dieses Jahr,
ich habe es nicht gezählt, aber ganz ehrlich, 2/3 der Autos, die da waren, waren Tesla. Da muss ich doch als Automobilhersteller, als deutscher Automobilhersteller, muss ich doch das sehen und sagen, schaut mal her, der Markt ist da. Wir bauen doch bestimmt auch keine schlechte Autos. Bis auf das, dass es momentan recht wenig gibt davon. Aber wenn sie mal so weit sind, bauen wir doch auch keine schlechten Autos. Der VW ID3, wie er jetzt heißt, den ich mir am Donnerstag auf die IAA anschaue, also heute, das geht ja, Zeitblase pur, das wird bestimmt kein schlechtes Auto. Es wird bestimmt kein schlechtes Auto. Und diese First Edition, die ja schon verkauft ist, glaube ich, 30.000, meine ich, haben es da schon vorreserviert, die kostet so um die 40.000 Euro. Ausstattung, hat man schon verschiedene Sachen gelesen. Mal schauen, vielleicht kann ich am Donnerstag, also heute, mehr erfahren, wie jetzt dann die Ausstattung wirklich ist und was das Teil wirklich kostet. Soll ja so um die 40.000 kosten. Und dann denke ich mir, das Auto kann nicht schlecht sein. Für viele Leute oder für manche Leute hat es vielleicht zu wenig PS. Kann sein. Für manche hat es keine Anhängerkupplung. Oder vielleicht gibt es eine, man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ein großes Problem bleibt. Und dieses Problem heißt Ladeinfrastruktur. Weil was hilft dir das superschöne, tolle Auto, wenn du damit auf Langstrecke Probleme hast? Nur Probleme. Wir sind ohne Problem nach Berlin und wieder zurückgefahren. Da hat's funktioniert, aber das hilft mir nichts, wenn ich 10-mal wegfahre und bei 5-mal klappt es und bei 5-mal klappt es nicht. Das ist nicht vorstellbar. Es ist auch nicht vorstellbar, dass du an der Tanke hinfährst, aber wenn man der Tankwart rauskommt, tut mir leid, Sie können heute nicht tanken, weil die Zapfsäule geht nicht. Ja, haben Sie keinen Sprit? Doch, habe ich, aber die geht einfach nicht. Ja, dann fahre ich halt auf eine andere Zapfsäule. Ja, die geht aber auch nicht. Weil da ein Elektroauto davor steht oder so. Man kann sich das nicht vorstellen, aber so ist es da. So, und wenn ich als deutscher Automobilhersteller sehe, wie es richtig geht, wie man es richtig macht, in dem Fall Tesla, ich bin kein Tesla-Fanboy, ich habe keine Tesla-Kappe auf, ich habe nicht mal eine Unterhose von Tesla, das sollte sich vielleicht mal ändern. Nee, lieber nicht. Und also ich bin kein Tesla-Fanboy. Wirklich nicht. Ich finde das Auto klasse. Ich finde nicht alles klasse. Aber ich finde das Auto an sich, so mit der Technik und wie das funktioniert und so, ich finde das einfach endgeil. Und wenn ich als Automobilhersteller sehe, dass die Infrastruktur nicht passt und ich dadurch weniger Autos verkaufe und mehr Leute Richtung Tesla flüchten müssen, weil die sonst nicht vorwärts kommen, dann muss ich sagen, dann sollte der deutsche Automobilhersteller den Energiebetreiber, den Betreiber von diesen Ladesäulen, für jeden Tesla, der verkauft wird, verklagen. Ich würde sagen, pass auf, weil deine Infrastruktur nicht funktioniert, habe ich 100 Autos weniger im Monat verkauft. Und du bist schuld. Und von dir will ich das Geld. Wäre das vielleicht die einzigste Möglichkeit, dass die langsam aber sicher mal in die Puschen kommen? Dass das endlich mal funktioniert? Und wir haben schon öfter gesagt, und ich war mal beim André bei seinem Frühstücks-News, da haben wir das auch gesagt, das ist ja keine gottverdammte Raketentechnik. Das ist ein Schaltkasten, der da drin ist. Mit Schütze und mit Verbindung zum Netz und muss anpingbar sein, weil es im Endeffekt muss das Teil ja gesteuert werden und. Es ist ja keine Raketentechnik. Also ich will ja damit nicht zum Mond fliegen, sondern ich will damit einfach nur mein Auto laden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du ein noch so tolles Auto haben, das neben dem Fahren vielleicht auch noch deine Wäsche bügelt, Essen kocht. Und keine Ahnung was macht, dann macht es keinen Sinn. Und wie ich da bei diesen Ionity-Ladern war und alle 4 waren besetzt, da wollte ich fast, da hätte ich eine Telefonnummer gefunden, ich hätte angerufen, war nämlich keine. Und
Da wollte ich anrufen und sagen, pass mal auf, ihr habt da 4 Ladesäulen, da stehen 4 Verbrenner davor. Eigentlich seid ihr dafür verantwortlich, dass ihr die abschleppen lässt. Warum? Weil jeder E-Autofahrer, der vorbeifährt, weil er da nicht tanken kann, schmälert euren Gewinn. Es geht von eurem Geld weg. Ihr verdienst dadurch weniger. Weil wenn ich sehe, oh, da stehen jetzt ein Haufen Autos, ich kann nicht laden, das Kabel ist nicht lang genug, dann muss ich weiterfahren, dann tut es mir leid, dann fahre ich halt woanders hin, wo es geht. Ja, und das ist das Gleiche, wenn ich eine Ladesäule habe, die nicht funktioniert, die seit 10 Tagen Störung gemeldet hat und es passiert aber nichts, dann brauche ich mich als Telekom, Strom, Telekom und einfach laden und wie es alle heißen, brauche ich mich nicht wundern, wenn die eigentlich nicht das einnehmen, was sie einnehmen könnten. Da muss ein ganz anderes Gewicht draufgelegt werden. Das muss ganz anders positioniert werden. Das Wichtigste ist hinstellen und das Zweitwichtigste ist Funktion. Das Ding muss funktionieren. Ich will damit Geld verdienen, weil so ein Ding für, keine Ahnung, zigtausend Euro in den Wald stellen, bloß weil es schön ausschaut oder weil, keine Ahnung, man sich ein Kaugummi schön draufkleben kann, bringt mir das nichts. Sondern das Ding muss wie eine Milchkuh einfach Milch geben. Und das Ding muss Gewinn produzieren, indem sie funktioniert. Wenn sie es nicht tut, ist sie fehl am Platz. Und da muss ein Ruck durch die Energiebetreiberbranche gehen und sagen, ja, wir machen ja schon alles, dass es funktioniert. Nein, macht ihr nicht. Ihr macht das nicht. Es geht nicht. Wir haben dann Glück gehabt, dass wir ein Handynetz gehabt haben. An der Autobahn, dass man dann halt anrufen können und die Verbindung war so, keine Verbindung gehabt hat. Ja, so hat sie das angehört. Ich hatte ja 3-mal nachfragen müssen, was haben sie gesagt, bitte, was? Und dann habe ich ihn wieder nicht verstanden. Und dann war ich dann teilweise so laut am Telefon, dass ich gar kein Telefon gebraucht hätte, sondern wir hätten uns gleich so über mehrere hundert Kilometer so unterhalten können. Es macht keinen Sinn. Es muss funktionieren. Und mich wundert nicht, dass in Horb 2/3 der Autos, also das war eine reine Schätzung, ich habe es ja nicht gezählt, aber schon gute 2/3 der Autos Tesla waren, weil die Leute einfach sagen, ich gebe mehr Geld aus als für ein anderes Auto, weil es da funktioniert. Interessant wird, wenn jetzt der ID.3 kommt und der Corona ist ja nicht anders. Der Corona kostet ja auch Liste 42. Da lege ich 2000 Euro oder was drauf und dann kriege ich einen Tesla. Ja, nicht mit der Reichweite, aber mit einer ähnlichen Reichweite. Und dann lege ich nochmal ein bisschen drauf und dann habe ich mehr Reichweite. Also der Unterschied ist nicht mehr so groß da. Das Model 3 ist schon ein Erbringer des Autos, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und deswegen müssen die was machen. Und wenn die Hersteller sagen zum Beispiel, hey, lass uns zusammenarbeiten, weil nur dann, habe ich den Eindruck, wird was passieren. Schneeballeffekt. Infrastruktur passt, Autos werden verkauft. Autos werden verkauft, mehr deutsche Autos werden verkauft. Wenn einer auswählen kann zwischen einem Tesla für 45.000 Euro oder auswählen kann zwischen einem E-Auto für 35.000 Euro, da wo die Ladestruktur, es geht ja nicht einmal unbedingt um die Ladegeschwindigkeit, dann bleibe ich halt 10 Minuten länger stehen, ist doch egal. Aber da geht es einfach nur um die Funktion. Und wenn ich dann aussuchen kann, ein Auto zwischen 45.000 oder 35.000 oder jetzt auch weniger, dann mit dem neuen E-Up zum Beispiel, das wird für mich ein Gamechanger. Der E-Up, der Mi oder wie der heißt, und der City E oder so. Das wäre ein Gamechanger, weil das wären Autos so um die 20.000 Euro, plus minus. Und die werden die E-Mobilität massenhaft anregen. Nicht das Model 3, weil dafür ist es zu teuer. Aber es werden trotzdem sehr viel verkauft. Und warum? Weil die Infrastruktur einfach funktioniert. Das haben wir schon so oft gesagt, aber es ist halt einfach so.
man kann es nicht oft genug sagen, wenn es nicht funktioniert. Da muss man es immer wieder ansprechen. Hi, heißer die Waldfee, du 24 Minuten. Das war's. Ich drücke auf meinen Knopf, dass meine Garage sich öffnet. Und was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Und schreibt es in die Kommentare rein. Seid ihr der gleichen Meinung? Und wenn nicht, dann schreibt es auch rein. Servus, sagt Locker, euer Volker.